Also wir sind jetzt angekommen, hier in unserem Apartment. Nassen Veranda vom Hotel und machen jetzt Frühstück. Es gibt Müsli. Was für eine Überraschung. Und ich bin total gespannt, muss ich sagen, wie das heute laufen wird. Wir fahren heute tatsächlich zu unserem Host. Das ist ein deutsches Ehepaar, bei denen wir ein bisschen arbeiten werden. Gegen Kost und Logis. Und wahrscheinlich werden wir dort ungefähr 3 Wochen bleiben. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, wie die so drauf sind, ob wir uns gut verstehen, was uns erwartet, wie es für uns gefühlsmäßig wird, mal längere Zeit wieder an einem Ort zu bleiben, weil wir waren ja eigentlich nie länger als 3 Tage, wenn überhaupt. Vielleicht auch nur 2 Tage an einem Ort oder zumindest an einer Unterkunft. Ja, was das so mit uns macht und wie wir uns so machen beim Arbeiten. Also ja, wird spannend. Und jetzt hagelt es einfach. Das geht richtig runter, ey. Stell dir mal vor, wir werden 5 Minuten Bazzi, 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 oh meine Bella Giulia. Ja. Im Wetter. Na, 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 na. Gut aus dem Fahrradfahren heute, oder? Bis jetzt? War mein Regenkalb relativ unnötig. Ja. Auf unserer Seite ist hier echt. So, wir haben es schon wieder geschafft. Die letzten Kilometer noch vor unserem ersten großen Ziel, wo wir 3 Wochen bleiben wollen. Nochmal schön platten. Ich weiß nicht, es ist glaube Nummer 10 oder so. Ich bin langsam raus aus dem Zählen. Aber es war ja klar, dass das heute nochmal passieren muss. Dieser Mantel, der fällt auf jeden Fall weg, wenn wir einen neuen haben. Haha, den müssen wir aber erstmal haben. Yeah.
auf dem Turm da essen. Da hast du bestimmt eine gute Aussicht. Oh. Leiter, weiß nicht, was ich da hoch will. So, die letzten Meter auf der Zielgeraden. Ich glaube 2,5 Kilometer hat mir gerade der Taufer berichtet. Dafür haben wir aber noch ein paar kleine Höhenmeterchen drauf. Also wir sind nicht direkt am Meer, aber es gibt einen Pool. Bin gespannt. So, wir sind jetzt im besagten Bergdorf. Wie heißt? Minolata. Kannst du es bitte nochmal sagen? Minolata. Danke. Da hinten kann man es mehr sehen. Gell, das hat sich gerade richtig komisch angehört. Ja. Oder ist der Mann gerade im Wasser tauchen und. War richtig komisch. Also wir sind jetzt angekommen, hier in unserem Apartment. So sieht das Ganze aus. Bett müssen wir noch beziehen, aber das ist noch ganz schnucklig. Ein Bad zeige ich euch auch noch gleich. Das erste, was wir hier gefunden haben, und wir vorhin schon drüber gesprochen haben, ist eine Waage. Ja, weil wir sehr gespannt sind, wie viel wir jetzt noch wiegen. Wie war dein Stand, bevor wir gestartet sind? Weißt du das? Ein bisschen unter 80, glaube ich. Okay. Ich war, glaube ich, bei 75 oder 76 sogar. Also meistens 76. Wir haben zu Hause auch keine Waage. Meine Eltern haben welche. Haben welche, haha. Haben eine, bei der ich mich ganz selten mal gewogen habe. Aber in der Regel interessiert mich das eigentlich nicht. Aber jetzt, wo wir so viel Sport gemacht haben und ich im Spiegel sehe, dass ich abgenommen habe, aber natürlich auch an Muskelmasse zugenommen habe, wenn man das so sagt, bin jetzt mal gespannt, was da rauskommt. Was machst du da? Sollen wir dein Gewicht voreinstellen, oder was? Ja, mein Alter, meine Größe. Kann ich? Aha. Kann ich? Ja. Okay. Alter Toffer! 72 Kilogramm. Mhm. Alter. Verrückt. Alter, du hast richtig abgenommen. Und jetzt ich? Ich dachte schon, dass es nicht so viel ist. Maria ist jetzt schwerer als ich. Das erste Mal in unserem Live. Aber trotzdem ist auch größer. 2 Kilo. Ganz einfach. Echt? Gut. So, guten Morgen. Heute ist unser erster Tag hier in unserem neuen Host. Ich zeige euch mal kurz unsere Wohnung. Also hier haben wir das Bett. Was ich ganz besonders toll finde, ist diese Lichterkette. Jetzt, wo es hell ist, ist es natürlich nicht mehr so gut ersichtlich, aber es macht auf jeden Fall super romantische Stimmung. Und der hier bestimmt auch ein super schöner Holzofen, den ich, glaube ich, heute Abend mal anschmeißen werde. Weil ich fand es tatsächlich irgendwie kalt, ich weiß nicht wieso. Weil im Zelt war es ja sonst auch immer ganz bequem. Keine Ahnung. Ja, dann hier noch Sofa. Einen schönen Fernseher, wo man schön Fernsehen gucken kann vom Bett aus. Sogar deutsches Fernsehen gibt. Ich hoffe, wir werden das nicht alles so oft praktizieren. Hier unsere kleine Küchenzeile. Ich hoffe, schon seinen ersten halben Arbeitseinsatz sozusagen. Und zwar die schönen Olivenwässern. Da muss man das Wasser jeden Tag frisch reinmachen. Also
Erst aussieben und dann wieder frisches Wasser rein. Hier haben wir schon unser Müsli gefrühstückt und dann geht's hier ins Bad. Das haben wir auch heute auch schon ordentlich genutzt. Beziehungsweise das haben wir gestern schon. Ich erst heute. Aber ich habe heute Morgen noch Sport gemacht. Also hier auch super schön modern eingerichtet. Alles, was man braucht. Also in den Schränken gibt es auch Föhns. Also auch Dinge, die man nicht braucht. Ich zumindest. Genau. So, ja, und jetzt ist gleich 9 Uhr. Das heißt, wir werden gleich rübersteppen und mal schauen, was für ein Arbeitseinsatz uns heute erwartet. Wetter ist top. Das heißt, ich denke, wir werden bestimmt irgendwas draußen machen. Was sagst du, Toffer? Aufgeregt vor deinem ersten Arbeitseinsatz? Ja. Nein? Freust du dich? Ja. Okay, also ich bin aufgeregt und ich freue mich auch. Ich habe irgendwie richtig Bock. Wir haben uns ja gestern schon erzählt, was so ungefähr anstehen könnte. Also auch viele Gartenarbeiten, wo ich mich besonders drauf freue. Mal wieder im Garten schnibbeln. Geile Sache. Ich nehme euch mal kurz mit. Und zwar haben wir jetzt schon einiges gemacht. Hier Oleander geschnitten. Und das wollte ich euch jetzt unbedingt zeigen. Die Banane, die fängt hier dann langsam an zu blühen. Und da sind auch kleine Mini-Bananchen dran. Hier drüben auch. Hier dicke, fette Blüte. Und schaut euch das an. Wie geil. Also die reifen hier tatsächlich auch. Und ja, ich werde jetzt hier so ein bisschen die alten Blätter rausschneiden und den Blick auf diese wunderschöne Banane genießen. So, ein kurzer Vorher-Nachher-Vergleich. Dann sehe ich hier unten alles schön frei. Die ganzen braunen Blätter liegen davor. Ich bin zufrieden. Sieht gut aus. Ah ja, was ich auch noch zeigen wollte, hier. Guckt euch das an. Sieht man das überhaupt? Also da hinten ist das Meer. Da ist Pylos und wir haben hier einen wunderschönen Blick aufs Meer. Die Geräusche, die ihr da hört, da drüben werden gerade Oliven geerntet. Ja, wie man sich es halt so vorstellt in Griechenland. So ist es hier auch. Es ist 3:30, also den ersten Arbeitstag quasi bei Christel und Peter, bei unserem ersten längeren Aufenthalt haben wir rumgebracht. Hat auch mal wieder geregnet. Die haben wir heute montiert, die Solarmodule montiert. Das ist eine kleine Balkonanlage, also mit einem kleinen Wechselrichter, der speist direkt in die Steckdose ein. Nichts Großartiges, aber schöner erster Tag, sehr zufrieden. Guten Morgen! Heute ist unser zweiter Arbeitstag. Hier im Bett. Chillen wäre natürlich auch geil. Ich liebe diese Lichterkette. Oh, voll entspannt hier. Oh, wir haben jetzt 8:30. Um 9 müssten wir rüber. Noch im Bett. Ja, also man merkt schon wieder, dass es ja eine Verpflichtung ist, die man da eingegangen ist. Also halt einfach so. Man kann es nicht mehr selber entscheiden, was ich jetzt mache, sondern um 9 Uhr ist Arbeitsbeginn, also müssen um 9 Uhr drüben sein. Aber ich habe trotzdem noch Bock. Ich freue mich wieder auf die Gartenarbeiten. Du weißt gar nicht, was auch heute auf dich zukommt. Ich glaube, ne? Elektroninspiration im Schuppen, das wäre auch ganz cool. Okay. So, heute geht's den Wandelröschen an den Kragen. So, das eine Exemplar da hinten ist schon fertig. Hier sind die ganzen Blüten. Und hier mache ich gerade weiter.
Ich dachte, da können wir ja mal gucken, was der Töpfer so macht. Der ist nämlich schön im Trockenen. Sieht doch gut aus. Hat auch vernünftiges Glas, der ist auch trocken. Boah. Erzähl mal, was du hier machst. Wir haben gestern so eine Balkon Solaranlage aufs Dach montiert und die funktioniert nur, wenn die Strom bekommt. Und sie speist dann quasi in das Netz, ins Heimnetz wieder ein. Mhm. Und ich gehe gerade hier drüber. Und weil hier noch kein Strom ist und weil jetzt von dem Apartment, wo wir gerade wohnen, habe ich hier oben das Kabel verlegt. Muss man von da den Strom holen. Und hier drin gibt es dann gerade noch ein Licht. Und einen kleinen Unterverteiler. Ah, cool. Genau. Unsere Gastgeber sind heute aus mit Freunden von sich. Und jetzt haben wir Nudeln bekommen und nochmal die richtig geile Nudelsauce von ihm. Und machen uns zu Hause einen gemütlichen Abend. Maria macht noch ein bisschen Sport, bevor es Essen geht, gibt. Und macht gerade eine Brücke, glaube ich. Ja. Just in diesem Moment. Ich habe was Neues versucht, aber keine Ahnung, ich glaube, es sieht nicht so gut aus. Das sah cool aus. Und wie fühlt sich's an? Scheiße. Sieht aber gut aus. Bombe. Sehr gut, da hat sich das Essen verdient. Ich habe Feuer gemacht, ich habe mir das Essen auch verdient. Ich habe keinen Sport gemacht gestern, heute. So, dieser schöne Eukalyptus muss weichen. Rücken soll. Rücken. Oh, umfällt. Okay. Da hinten hat der Töpfer ja die Solaranlage installiert. Da muss jetzt Licht hin. So sieht's aus. Und da oben ist genügend Licht für die Solaranlage. Diese wunderschöne, jetzt erzähl weiter, Maria. Diese wunderschöne. Sag doch. Ja, wunderschön, ist was anderes. Ja, noch wunderschön in der Blüte, die lassen wir jetzt noch stehen. Also nur, dass man stört. Aber schaut euch das an. Die piekst. Die piekst, die blöde Kuh. Wow. Ich habe das Dach da versetzt. Und die? Die will die ganze Zeit bespaßt werden, nach Kalamata gefahren und zwar zum Einkaufen in Lidl. Das ist fast 40 Kilometer entfernt. Genau. Und wir sind gerade dabei, unser Müsli zusammenzustellen. Dafür nehmen wir uns meistens immer so ein normales Müsli mit 4 Haferflocken und Rosinen und Zeugs drin. Dann kaufen wir immer separate Haferflocken dazu, um einfach nochmal zu verdünnen sozusagen, also zum Nachfüllen. Und jetzt suchen wir gerade noch was für den Crunch, Crunchy Crunch. Also noch was Süßes,
meistens mit Schokolade drin. Das ist in dem Fall nicht der Fall, was du da in der Hand hast. Theoretisch, da ist keine Schokolade drin. Theoretisch können wir auch mal hier. Was was mit Schokolade nehmen? Ja, jetzt von hier. So, hier ist eigentlich eine Umleitung. Aber da war wir jetzt mal wieder Versucher. Nein, es ist gerade eben. Alter! Das war wie in der Geisterbahn, ey. So, ich habe es natürlich geschafft, direkt in den Hund aufzutreten. Wir haben ja hier ganz viele, die Süße hier guckt mir die ganze Zeit schon zu beim Arbeiten. Hier sind, ist das auch einer? Nee, das ist keiner. Und das ist auch ein Blatt. Nee, aber hier. Hier, schöne Hundehaufen. Man sieht natürlich schon schön platt getreten von mir. Und zwar nicht nur einmal, sondern keine Ahnung, hier mal ein Stück, da mal ein Stück, schön verteilt. Jetzt müssen wir nur noch aufstehen und uns was zu frühstücken machen. Damit wir nicht zu spät kommen an unsere zweiten Arbeitstag. So, unsere Gäste sind heute mal aus mit Freunden und jetzt haben wir Essen bekommen. Unsere Gastgeber. Aber ich will einfach, dass ich dieses, zumindest dieses erste Scheißvideo jetzt in den nächsten Tagen einfach mal fertig habe, weil ich hasse es. Ich hasse es. Das Video und es zu bearbeiten.